Ich habe neulich mal wieder ein Rennspiel gespielt, und zwar ein Rennspiel aus längst vergangenen Tagen. Ein Rennspiel, was ja inzwischen 7 Jahre alt ist. Wenn ihr dieses Menü hier seht und diese Musik hört, dann wissen wahrscheinlich einige von euch schon, um welches Spiel es sich handelt. Es handelt sich um das erste Formel-1-Spiel, was damals im Jahr 2015 für die Next-Gen-Konsole, die Xbox One, released wurde. Und das ist kein geringeres Spiel als F1 2015. Und fragt mich bitte nicht, wie ich darauf gekommen bin, dieses Spiel nochmal zu spielen. Ich habe es einfach bei mir im Schrank gesehen und dachte mir so, ey, okay, kannst du eigentlich mal reingucken? Dieses Spiel habe ich nämlich damals noch mit der Linienkurven gespielt und außerdem mit dem Controller, und das sind zwei Dinge, die sich ja jetzt 7 Jahre danach geändert haben. Und was natürlich auch sehr, sehr interessant ist, ist die Frage, inwieweit dieses Spiel überhaupt kompatibel ist mit der CSLDD Wheelbase. Also ich bin ganz ehrlich, am Anfang dachte ich, vielleicht ist das überhaupt nicht kompatibel, aber diese Vermutung hatte sich dann zum Glück nicht bewahrheitet. Ich kann tatsächlich mit der CSLDD und dem Clubsport V2 Wheel an der Xbox dieses Spiel hier spielen. Es ist kompatibel, und ja, ich muss sagen, die Force Feedback Settings im Spiel, die sind extrem limitiert, ja. Das wollen wir nicht von der Hand weisen. Aber ich sag mal, es gibt drei Einstellungen, es gibt drei Regler. Ich glaube, Vibration der Umgebung, generelles Force-Feedback und Lenkradwiderstand. Das sind irgendwie diese drei Sachen da, wo man was dran drehen kann. Und standardmäßig war alles auf 50, und das war auf jeden Fall zu wenig. Das habe ich gemerkt, ja, du konntest viel zu leicht lenken und du hast kein Gefühl gehabt. Dann habe ich es mal auf 100 gestellt, und auf 100 war es wirklich viel zu hart, viel zu krass, ja, und deswegen habe ich es dann jetzt letztlich auf 85, 70, 85 gestellt, und ich muss ganz ehrlich sagen, das fühlt sich echt geil an. Tja, zweite gezeitete Runde hier im Qualifying nach der ersten ungültigen Rundenzeit im Senna S, hat dann leider ohne Sprit geendet, deswegen musste ich diese Runde vorzeitig abbrechen. KI hier und heute auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad, Legende hieß das damals noch. Da gab es dann noch nicht diese Schwierigkeitsgradunterscheidungen in Zahlen ausgedrückt. Da gab es nur Legende, Experte, Profi, und die anderen habe ich schon wieder vergessen, Amateur oder so. Tja, und ich muss mich an der Stelle natürlich entschuldigen, dass die Facecam in dem Fall jetzt sehr, sehr ungünstig positioniert ist, nämlich genau oberhalb bzw. über den Platzierungen im Qualifying. Leider konnte man hier in F1 2015 das OSD noch nicht individuell einstellen. Und ja, ich habe leider mit meinem aktuellen Kamerasetup nur die Möglichkeit, entweder ganz oben links oder ganz oben rechts mich zu positionieren. Und deswegen habe ich es einfach so gelassen, wie es immer ist. Spielt aber jetzt hier fürs Qualifying eigentlich auch keine Rolle, denn ihr könnt ja ganz unten ja so ganz leicht den Hamilton sehen, und unsere Zeit ist 3 Positionen weiter darüber. Das bedeutet, wir sind aktuell schon auf Platz 1. Ich hatte aber das Gefühl, dass hier noch ein bisschen was drin ist, und deswegen habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und habe hier die ganze Zeit der Qualifying-Session komplett ausgenutzt. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr überrascht gewesen, positiv überrascht gewesen von dieser generellen Spielerfahrung, von dieser Gaming-Experience, die mir dieses verdammt alte Spiel Formel 1 2015 hier mit dem Lenkrad vermittelt hat, weil das hat sich so komplett neu angefühlt mit dem Lenkrad. Das Fahrzeug reagiert komplett anders, Motorensound ist anders, die Optik ist natürlich ein bisschen anders, ohne Halo. Ich finde generell, der Ferrari aus dem Jahr 2015 hat ein sehr, sehr schönes Profil, also das sieht richtig, richtig geil aus, wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und generell auch das Geschwindigkeitsgefühl, das war irgendwie auch anders. Also das Spiel lief wirklich verdammt flüssig, die Welt ist enorm schnell an mir vorbeigezogen, hatte ich das Gefühl. Es hat sich wirklich nach Geschwindigkeit angefühlt. Also es gibt wirklich zig Spiele, wo ich das Gefühl habe, die Welt, die fliegt so langsam an einem vorbei, da hast du nicht mal das Gefühl, dass du 300 km/h fährst. Hier bei dem Spiel war das irgendwie anders. Ich weiß nicht warum. Ja, jedenfalls geht es jetzt erstmal los hier mit diesem 25% Grand Prix in Brasilien. Und wir sehen, der Valtteri Bottas damals noch im Williams und Lewis Hamilton im Mercedes, die machen hier einen richtig krassen Start direkt mal am Anfang. Gut, wir wollen das jetzt nicht unbedingt auf einen OP-Start der KI schieben. Ich denke mal eher, es hat auch so ein bisschen an mir gelegen, weil ich einfach keine Ahnung habe, wie man hier in F1 2015 ideal startet. Wie gesagt, ich habe das Spiel ja jetzt auch zuletzt vor zig Jahren gespielt, und deswegen war der Start jetzt einfach komplett grottig. Tja, und was natürlich auch aufgefallen ist, die Starts hier in F1 2015, die waren damals noch assistiert.
Das bedeutet, das Spiel hatte ich halt automatisch direkt im ersten Gang gelassen und du konntest, also musstest dich im Grunde genommen auf nichts fokussieren, außer aufs Gas geben. Das ist ja mit dem manuellen Start seit F1 2000, ich weiß nicht, wann die das eingeführt haben, F1 2018? Bin mir gerade nicht sicher, aber hier gab es das einfach noch nicht und deswegen habe ich am Start auch direkt mal in den zweiten Gang geschaltet, weil ich dachte, okay, ich muss halt wieder die Kupplung halten und dann logischerweise erst dann Gas geben, wenn die Ampel halt ausgegangen ist, aber dem war ja überhaupt nicht so. Tja, und auch das Ganze ringsherum hier in F1 2015, das ist natürlich im Vergleich zum heutigen Formel 1 extrem abgespeckt, ja, also es fängt ja schon damit an, dass du halt das OSD nicht individuell einstellen kannst. Dann hast du nicht mal eine Gas-Input-Anzeige, geschweige denn eine Brems-Input-Anzeige, wie ihr sehen könnt. Das Einzige, was man sieht, ist halt dieser weiße Balken, der im Grunde genommen die Drehzahl anzeigen soll. Und immer dann, wenn es halt in den roten Bereich geht, da könnte man sich dann vielleicht mal überlegen, einen Gang hochzuschalten. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, damit hatte ich auch so ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich ja im Grunde genommen überhaupt nicht sehen kann, ob ich komplett 100% das Bremspedal runterdrücke, wenn ich halt in eine Kurve reinbremse. Das musst du dann quasi so erfühlen. Aber da ja der Bremsweg hier in F1 2015 deutlich länger ist als in F1 2022, war das gar nicht mal so einfacher. Wie wir hier sehen können, wir überholen die KI auf der Start- und Zielgeraden und die KI, die snackt uns einfach wieder weg hier auf der ersten DRS-Geraden in Sektor 1. Also, jetzt mal ganz im Ernst, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ey, was ist das denn für eine intelligente KI, Mann? 2015. Ich habe in Spielen danach, vor einem Jahr, habe ich KIs gesehen, die waren bei weitem nicht so intelligent. Ja, also das hat mich wirklich aus den Latschen gehauen. Ja, das war wirklich ein richtig geiles Duell gegen diese scheiß KI, Valtteri Bottas hier im Williams. Das hat echt Bock gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mir fällt auch gerade auf, dass die Fahrertext gar nicht aktiviert sind. Das wäre jetzt natürlich noch schöner gewesen für euch. Ich weiß natürlich, dass es Valtteri Bottas ist und auf P1 ist aktuell Lewis Hamilton. Aber ich weiß gar nicht, gab es damals keinen Fahrertext? Weil wenn es die schon gegeben hat, dann müssten die in den Einstellungen ausgestellt sein. Ist jetzt ein bisschen unlucky, aber das soll der Rennaction hier gar keinen Abbruch tun, denn wir versuchen hier nochmal an Valtteri Bottas vorbeizugehen. Und jetzt müssen wir uns mal ein bisschen was Besseres einfallen lassen, denn ansonsten kommt gleich wieder der Valtteri Bottas hier mit einem Geschwindigkeitsüberschuss aus dem DRS raus und zieht dann einfach wieder links rüber. Aber wie wir jetzt hier gerade sehen können, wir haben ja auf Fettgemisch gestellt und ziehen jetzt hier mal so ein bisschen aus dem Windschatten raus und ja, dann sind wir am Ende der DRS-Geraden auch vorne. Aber also wie gesagt, eben der Kampf mit Valtteri Bottas, den fand ich echt richtig insane, wirklich. Also das hätte ich nicht gedacht, dass sowas passieren könnte. Da springen wir mal ein bisschen weiter nach vorne, Runde 6 von 18. Wir kommen in Abstand zu Lewis Hamilton, der aktuell auf der 1 ist, weiter zufahren. Ein Drittel des Rennens ist jetzt vorbei und wir sehen hier, ja, vielleicht leicht stehendes Vorder auf der rechten Seite. Aber ja, was man ganz, ganz deutlich sieht, die KI, die hat unglaubliche Probleme in den kurvigen Passagen. Dafür ist sie auf der Geraden enorm OP, habe ich das Gefühl. Also vielleicht, ja, könnte vielleicht so ein bisschen auf so eine Imbalance der KI insgesamt hindeuten. Wir haben das ja auch eben im Qualifying schon gesehen. Ich bin ja auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad gefahren und war trotzdem über eine Sekunde schneller als der Zweitplatzierte. Also ich meine mich auch erinnern zu können, dass damals das Problem gewesen ist, dass die KI insgesamt einfach deutlich zu schwach gewesen ist. Das war wirklich das Problem. Und deswegen hatte ich damals mit meinem Kumpel auch immer mal so Last-to-First-Challenges in so mittelguten Autos gemacht, weil da gab es ja auch noch keine gleichrangige Wagen-Performance, soweit ich weiß. Aber ja, wir ziehen jetzt hier am Ende von Runde 6 an Lewis Hamilton vorbei und der Fuchs, der geht einfach genau in dem Moment dann in die Boxengasse. Also er macht quasi, der covert sozusagen den Undercut und das wird jetzt interessant, denn wir gehen eine Runde danach an die Boxengasse und ja, wie wir jetzt hier gerade gesehen haben, was damals natürlich noch nicht so ausgereift war wie heute, ist natürlich das ganze manuelle, Stichwort Start, Stichwort Boxengasse. Wir haben es gerade gesehen, ich fahre in die Boxengasse rein mit Fullspeed. Ab einem gewissen Moment übernimmt dann einfach die Konsole oder die KI und fährt mich dann perfekt halt in die Boxengasse rein. Das ist natürlich deutlich besser heutzutage, gar keine Frage. Aber wie gesagt, das ist das erste Spiel, was damals für die Next-Gen-Konsole, also die Xbox One, rausgekommen ist. Von daher können wir, glaube ich, darüber hinwegsehen. Aber ich finde
generell auch insgesamt, ja, das Bild sieht richtig gut aus, das Fahrzeug sieht geil aus, die Kameraperspektive ist cool, also es macht insgesamt einfach Spaß und das ist ja eigentlich auch die Hauptsache. So, jetzt laufen wir auf einen Train von Fahrzeugen auf, die noch nicht gepittet haben. Kann euch leider auch nicht sagen, wer das hier ist. Könnte Max Verstappen sein, der damals auch im Toro Rosso unterwegs ist. Jetzt hier auf der Außenseite im Mittelsektor. Da sind wir am Lotus dran. Möglicherweise ist es Pastor Maldonado, der ja damals im Lotus gewesen ist. Wir sehen auch hier, der hat auch da wieder seltsamerweise auf der linken Seite so leicht rauchende Räder. Ich weiß nicht, wie es an dieser Stelle passieren kann. Macht aus meiner Perspektive eigentlich keinen Sinn. Nichtsdestotrotz sind wir da vorbeigekommen, hat nicht so viel Zeit gekostet, würde ich mal sagen. Und auch der Kollege vor uns geht jetzt an die Boxengasse. Und das war Grosjean, wie wir gerade oben links mal kurz gesehen haben. Und ja, jetzt wird es interessant zu sehen sein, wo wir wieder auf die Strecke kommen. Und da verpassen wir komplett den Bremspunkt. Also muss ganz ehrlich sagen, da hat man es nochmal ganz, ganz deutlich gesehen. Der Bremsweg hier in F1 2015, das habe ich ja eben schon gesagt, der ist so unfassbar lang. Gut, liegt natürlich einfach daran, dass man halt neuere Spiele gewohnt ist, F1 22 speziell, und ja, es ist halt schwierig, sich halt mit diesen alten Fahrzeugen da dann erstmal heranzutasten, und deswegen sind natürlich auch, sitzen einfach viele Bremspunkte nicht, und damals war das für mich natürlich alles gar kein Problem, denn da hatte ich ja auch noch die Linienkurven an, und von daher, ja, ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr neue Erfahrung für mich gewesen. Wie gesagt, ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich ein brandneues Spiel spiele, dass ich das Spiel hier noch nie gespielt hätte. Wie gesagt, mit Lenkrad, mit Pedalen und einfach generell dieses Force-Feedback-Erlebnis, dieses Spielerlebnis generell, das hatte ich so einfach noch nie. Und deswegen hat mir dieses Rennen einfach verdammt viel Spaß gemacht, auch wenn es natürlich, ja, ein bisschen random ist, ja, ich gebe es dazu. Aber gut, ich meine, der letzte große Preis in der realen Formel 1 war ja auch der große Preis von Brasilien. Von daher gibt es ja auch einen gewissen Bezug. Und ich, ja, ich bin mir doch sicher, dass der eine oder andere von euch hier dem Video auch etwas abgewinnen konnte. Und es ja vielleicht doch ein bisschen unterhaltsam gewesen ist. Denn falls dem so sein sollte, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Denn mir sind da spontan ad hoc, als ich dieses Spiel hier gespielt habe, so ein paar Videoideen gekommen, die ich durchaus mal bringen könnte. Zum Beispiel könnte ich mal gucken, ob ich heutzutage in der Lage bin, mit Lenkrad meine damaligen Bestzeiten aus dem Zeitfahren mit dem Controller zu unterbieten, was wirklich eine richtig kranke Challenge wäre, wirklich, weil damals habe ich ultra reingeschwitzt. Also das wäre interessant. Oder vielleicht einfach mal ein paar Rennen zu fahren mit Fahrzeugen, die es heutzutage in der Form einfach nicht mehr gibt. Also schreibt mir gerne eure Vorschläge und Gedanken in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das heutige Video Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch ja, unterhalten, auch wenn es heute mal gegen die KI gewesen ist. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach wirklich ein richtig geiles Rennen, auch wenn der Abstand am Ende ja doch relativ groß ist. Aber wie gesagt, die KI war damals einfach insgesamt vom Schwierigkeitsgrad her noch nicht so krass ausgereift. Und ja, ich denke, damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Wie gesagt, Daumen nach oben da lassen und gegebenenfalls auch ein Abo, falls ihr neu sein solltet. Und dann sage ich danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal. Haut rein.